Hallo zusammen, ich bin Nick vom TechKids e.V. und ja, möchte euch heute ein bisschen was darüber erzählen, was wir so machen, was wir so in Schulen sehen, was mit digitaler Freiheit, freier Software im Bildungsbereich zu tun hat. Ich muss leider ein bisschen improvisieren. Wir haben ja eine größere Jugendfreizeit hier auf der Frostcon, jetzt erzähle ich auch ein bisschen was dazu. Da hat mein Laptop leider gestern einen kleinen Wasserschaden erlitten, deswegen recycle ich jetzt die Präsentation von 2018 von den CLT. Fehlen so ein paar Sachen, die neu sind, aber die erzähle ich dann gleich einfach so. Kein Backup, kein Mitleid, habe ich schon gehört. Aber wir bringen den Kindern dafür bei, wie man es richtig macht mit den Backups. Das gut. Ja, kurz zu uns, zu unserem Verein, der TechKids e.V. gibt es mittlerweile 6 Jahre lang, ist hervorgegangen aus den Froglabs, aus dem Jugendprogramm hier von der Froscon. Dann 2011, 2012 mit ein paar Leuten hier das Jugendprogramm, die Organisation übernommen. Und als das immer größer wurde, angefangen im ersten Jahr mit etwa 25 Teilnehmern, dann mit 60, dann haben wir irgendwann ein zweitägiges Camp mit Übernachtung daraus gemacht. Jetzt sind wir bei 90 bis 100 Teilnehmern jedes Jahr und da haben wir dann 2013 den TechKids e.V. ausgegründet und das Programm auch auf anderen Konferenzen angeboten und machen seitdem noch ganz verschiedene andere Sachen. Wir sind die vermutlich einzige freie Software-Jugendorganisation. Das ist ein ganz wichtiges Thema, ganz wichtiges Konzept bei uns, dass wir nicht als Erwachsene irgendwelche Dinge organisieren und machen, um Kinder zu bespaßen, sondern dass Kinder und Jugendliche bei uns in allen Bereichen mitarbeiten, in der Organisation mitarbeiten, teilweise auch im Vorstand, in der Workshop-Vorbereitung, die Workshops leiten, aber auch mit Kontributionen an freie Softwareprojekten mitwirken, teilweise wir dabei helfen, wir den Kontakt zwischen jungen Softwarenutzern auch und den Projekten auch herstellen. Das ist ein ganz wichtiges Konzept bei uns, dass die Jugendlichen da vollständig in alle Aktivitäten integriert werden. Wir sind in Bonn tätig. Ja, ist jetzt nicht überraschend, da wir von der Froscon abstammen. Sind wir mittlerweile überregional und sogar international tätig. Wir haben Connections in Norwegen, wo wir Dinge tun. Österreich, Schweiz im deutschsprachigen Raum. Auf der FOSDEM laufen gerade Gespräche, da auch ein Jugendprogramm mit anzubieten. Genau. Ja, und unser Ziel ist halt, dass vor allem auch das Jugendliche sich mit dem Thema digitale Freiheit und freie Software beschäftigen und entsprechend auch eine Community bilden und beziehungsweise in die Community, die ja doch sehr, sehr stark von Erwachsenen geprägt ist, dann auch reinkommen. So. Ja, hier könnt ihr das auch sehen. In Chemnitz hatten eigentlich der Tom und der Philipp, 13 und 14 Jahre alt, den Vortrag gehalten. Heute mache ich das. Mittlerweile bin ich nicht mehr 27 Jahre, also 29. Bin bei der Tarent Solutions GmbH mit zuständig für Sicherheit im IT-Betrieb. Ja, Gründer des TechKids e.V., beziehungsweise einer der Hauptgründer. Und der Typ, der hier auf der Froscon immer mit den vielen Kindern rumläuft. Wir haben letztes Jahr vor den CLT, haben unsere Jugendlichen eine Umfrage gemacht. An ihren Schulen hauptsächlich, aber auch an ein paar anderen Schulen mit etwa 700 Teilnehmern aus verschiedenen Altersbereichen. Und wir wollten mal rausfinden, was für Software eigentlich junge Leute benutzen und wie sie sie benutzen. Und wie sie zu den Themen Nutzungsbedingungen, die üblichen Datensicherheits-, Privatsphäre-Probleme bei kommerziellen Diensten und zum Thema Mitwirkung an digitalen Dingen, also Mitgestalten ihrer digitalen Welt stehen. Wir haben dann uns auch mal selber überlegt, wo kommt man eigentlich als freies Softwareprojekt in Kontakt mit jungen Nutzern? Man stellt sich, also zumindest viele Leute denken wir, haben eine gewisse Vorstellung, was Kinder und Jugendliche mit Geräten, mit Software machen. Vielleicht kann ich mal so fragen, hat jemand eine Vorstellung, die man sagen kann, was Kinder und Jugendliche so seiner Ansicht nach mit Software machen? Zocken.
Zocken, danke, ne? Zocken, Videos gucken, ne? YouTube konsumieren oder auch weniger oder muss einräumen, gelegentlich auch mehr gute Inhalte produzieren, ne? Das durchaus. Das ist das, was man so sieht. Was wir, bitte? Kommunizieren, ne? Meistens WhatsApp oder sowas. Ja? Da endet es aber nicht. Ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir nicht nur Entwicklern, sondern auch Lehrkräften und Politikern vermitteln müssen. Es sind eben nicht nur die Dinge, die für Kinder und Jugendliche gezielt gemacht werden, zum Beispiel Spiele oder ja, ähnliche Anwendungen, sondern die Nutzung geht auch weiter bei den Betriebssystemen, die sie nutzen, Multimedia-Software, Webbrowser, Lern- und Bildungssoftware, Bürosoftware, die in der Schule genutzt wird oder auch mal zu Hause, um Dinge zu schreiben, bis hin zur Infrastruktur, Serverkomponenten. Es ist teilweise sehr indirekt, aber letztendlich tragen wir die Verantwortung dafür, dass auch diese Komponenten für Kinder und Jugendliche sicher nutzbar sind und sie die Konsequenzen ihres Nutzungsverhaltens da auch transparent einschätzen können. Und deswegen, schon der Hauptpunkt eigentlich, ist digitale Freiheit so wichtig. Ne? Man kann ja auch sagen, ja, wenn die da jetzt mal in der Schule irgendwie einen Brief mit Office 365 schreiben oder halt auf ihrem Handy halt Google-Apps haben, das nutzen die ja gar nicht richtig. Sie nutzen es eben doch. Und deswegen ist für uns ganz, ganz wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, bis wohin die Nutzung auch für junge User geht. Genau. So, was hatten wir hier? Das wollte ich heute gar nicht so sehr vertiefen. Okay. Ja, kann ich ja mal kurz aus der Umfrage zusammenfassen. Die meisten Jugendlichen benutzen natürlich WhatsApp und YouTube. Ne? Das waren so Dinge, die genannt wurden, beziehungsweise die angekreuzt wurden. Die Nutzung von Kommunikationsmöglichkeiten, Instant Messaging, 85%, um persönlich im Kontakt zu bleiben. Das heißt, nicht nur für irrelevante Dinge, sondern tatsächlich Aussage, ja, ich kommuniziere da private Sachen mit meinen Freunden. Und was wir vorher schon befürchtet hatten, was dann sich durch die Umfrage nochmal bestätigt hat, ist, dass der soziale Druck, dass kommerzielle oder ja, unfreie Dienste zur Kommunikation genutzt werden, kommt sehr stark aus den Schulen. Es gab von den etwa, wie viele Klassen waren es, 700 Schüler? Ja, es waren ungefähr 25 Schulklassen, die wir befragt haben. Es gab eine Klasse, in der die Schüler nicht gesagt haben, wir bekommen über WhatsApp Hausaufgaben zugeschickt oder sowas in die Richtung. Das ist eine sehr, sehr miese Entwicklung, wenn da keine Transparenz vorhanden ist und sich nicht kritisch mit den Diensten, die genutzt werden, auseinandergesetzt wird. Gut. Zur Nutzungsbedingung haben wir auch kurz gefragt, wie groß das Interesse eigentlich daran ist, dass die Schüler verstehen, was sie da nutzen und welche Konsequenzen ihr Nutzungsverhalten hat. Etwa ein Drittel war bei Nö, ist mir eigentlich egal. Ne? Das ist so die Sichtweise, die man dann auch öfters hört oder die am sichtbarsten ist. 9% sagen ehrlich, nee, ist mir zu kompliziert, verstehe ich nicht. So, die wenigsten, haben wir hier festgestellt, wissen wirklich fundiert, was mit ihren Daten in diesen Diensten passiert. Zu wenig Leute sind informiert, was wir auch öfters dann in dieser Umfrage als Reaktion bekommen haben. Nö, das machen ja alles meine Eltern für mich. Kann man bei sehr jungen Kindern verstehen. Ne? Der Weg muss aber sicherlich dahin gehen, dass wenn Eltern oder Lehrkräfte mit jungen Menschen anfangen, Dienste zu benutzen, sie auch diese mit ihnen kritisch hinterfragen. Und aus unserer Sicht ist es dann tatsächlich, ist da so eine Grenze, wenn ich meinem Kind die Grundlagen oder zumindest die wesentlichsten Punkte davon noch nicht vermitteln kann, dann sollte die Nutzung vielleicht unterbleiben. Oder wir sollten Dienste aufbauen und auch nutzen,
die für deren Nutzungskonsequenzen für junge Menschen auch verständlich sind. Okay. Wenn man dann haben wir festgestellt, wenn man allerdings dann mal da das vermittelt und tatsächlich auf den Punkt bringt, was eigentlich da so in Nutzungsbedingungen von WhatsApp oder Facebook oder was hatten wir noch, Minecraft ist auch ein schönes Beispiel, ne? Das Entwicklungsunternehmen von dem Spiel Minecraft wurde irgendwann von Microsoft gekauft. So richtig transparent war das auch nicht, dass die Mojang-Accounts jetzt irgendwie an Office 365 mit dranhängen, aber ist so. Man sieht ja an den Zahlen, die meisten jungen Menschen stört es schon, sagen sie, was da passiert. Sie sagen aber, ja, kann ich ja nichts dran machen, ne, irgendwie. Sagen auch die Erwachsenen, genau. Allerdings haben wir dann mit den Schülern auch ein bisschen drüber gesprochen, was freie Software ist und wie Software aussieht, die man mitgestalten kann, sei es durch Ideen oder auch durch Codebeiträge. Und immerhin, das hat uns eigentlich ganz glücklich gestimmt, dass mindestens ein Drittel sagt, ja, wenn mir die Wege gezeigt werden, wie ich die digitale Welt und die Tools, die ich nutze, da mitgestalten kann, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das auch machen würde. Das fanden wir eigentlich sehr gut und das ist ein Potenzial, was aus unserer Sicht unbedingt genutzt werden muss und wo man auch immer wieder zu animieren muss und Wege zeigen muss. Okay. Ja. Kinder als Kontributoren klingt erstmal ein bisschen, ja, könnte man hinterfragen, ob das wirklich ein Punkt ist, der für ein Softwareprojekt relevant ist. Erstmal ja, hatten wir ja schon, hatte ich schon den Punkt genannt, es fehlt oft in einem Entwicklungsprojekt der Blick darauf, wie sich die Nutzergruppe zusammensetzt. Ne? Wir wissen das alle, als Entwickler hat man manchmal so einen Entwickler-Tunnelblick, sage ich jetzt mal. Aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe, bevor ich in den Security-Bereich gegangen bin, auch an Softwareprojekten mitentwickelt und ich kann Algorithmen entwerfen, ich kann Code optimieren, aber kommt mir nicht, ich soll ein UI bauen. Ja? Und so ähnlich ist es halt auch bei der Zusammensetzung der Nutzergruppe. Selbst wenn ich sehe, okay, Office-Anwendung baue ich für Büroleute, die Kinder, die damit irgendwie Briefe an die Oma schreiben oder so, habe ich vielleicht nicht im Blick. Ne? Allein deswegen ist der Austausch schon wichtig. Und wir sehen in unseren Workshops auch, sagen wir mal, absolut gesehen nicht sehr oft, aber doch mit ziemlicher Regelmäßigkeit, dass wir in den Tools, die wir in den Workshops nutzen, sei es ein Python-IDE, sei es ein Spiele-Framework, irgendwas finden, wo ein Kind sagt, ja, ich würde jetzt gerne das und das machen können, aber laut Dokumentation geht das nicht. Oder da ist ein Bug das Performance-Spiel, sowas ähnliches wie SingStar, kann man auch SingStar-Lieder mitspielen. Wir haben ja gestern gespielt, das crasht dann irgendwo bei einem Lied und es kommt durchaus sehr regelmäßig vor, dass wir dann mit 11, 12, 13-Jährigen zusammen, die schon ein bisschen Python zum Beispiel gelernt haben, dann auch das Python-IDE mal fixen und einen Patch einreichen. Das kommt durchaus vor und das muss aus unserer Sicht auch möglich sein. GitHub hat mit den Änderungen ihrer Nutzungsbedingungen vor einiger Zeit alle Kinder bis 13 Jahre erfolgreich ausgesperrt. Sie berufen sich auf amerikanisches Recht, womit sie auch erstmal nicht ganz falsch liegen. Das amerikanische Recht fordert tatsächlich sehr, sehr starke Restriktionen für unter 13-jährige Kinder. Wenn man sich dann allerdings mit GitHub unterhält und mit der Rechtsabteilung und sie einem erklären, warum sie das machen, und dann kommt, ja, dann müssten wir den Button, wo man sich Premium kaufen kann, wegmachen. Und dann frage ich, ja, dann mach den doch da weg. Dann macht irgendwo eine Seite premium.gitter.org, wo man extra draufgehen muss, um sich Premium zu kaufen und gut ist. Ja? Aber sie sagen lieber, nö, junge Kontributoren sind uns egal. Und der Aufwand, das anders zu lösen, halt der Button darf da nicht so sein, dass es wie Werbung aussieht. Machen wir nicht. Ist uns egal. Unter 13-Jährige sind keine Kontributoren in Softwareprojekten. Sehr schade. Ja, da würden wir uns wünschen, dass da regelmäßig freiere Plattformen benutzt werden, die das auch entsprechend zulassen. Wenn man bei den Browsern anfängt, was ist blinde Kuh für dich? Bitte? Was ist blinde Kuh für dich als Kinderbrowser? So ein Deutscher.
Deutsche Suchmaschine. Ich kenne die Suchmaschine, kenne ich. Blindekuh. Ja. Frage, da können wir das gleich in der Fragerunde dann. Für Browser, wenn du brauchst im Internet. Ja. Die Frage stellen wir hinten an gleich, ja? Alles klar. Okay. So. Ja. Gut. Ich würde gern aus verschiedenen Projekten im Schulbereich noch anschließend hieran erzählen. Präsentation dazu ist, wie gesagt, leider ein Wasserschaden zum Opfer gefallen. Wir haben in Wuppertal ein Projekt gestartet an der Realschule Boltenheide. Das ist eine private Realschule, da hat man es mit Änderungen in dem Bereich und mit neuen Projekten im digitalen Bereich immer ein bisschen einfacher als an der öffentlichen Schule. Und diese Schule hat sich darauf committed, ausschließlich freie Software im Unterricht einzusetzen und auch, das ist natürlich ein Prozess, der eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, auch im Unterricht auf freies Material, Open Educational Resources, umzusteigen und auch selber Material zu produzieren und sich auch dafür geöffnet, dass andere sich angucken, was an der Schule gemacht wird. Man kann grundsätzlich zum Besuch kommen, man kann sich die Tools, die Netzwerkumgebung angucken. Wir betreiben da Debian Edu und Skole Linux als Demoschule, wo sich andere auch angucken können, was mit dieser Softwarelösung möglich ist. Und ja, nennt sich jetzt Pilotschule Digitale Freiheit. Wir sind noch in Gesprächen mit weiteren Schulen, sodass nicht nur irgendwo freie Software eingesetzt wird, sondern auch sichtbar wird, wie das funktioniert, was für Möglichkeiten es gibt und wie sich der Unterricht dadurch entwickelt. In dem Projekt entstehen auch neue Softwareprojekte, neue Ideen, neue Konzepte. Ein interessantes vielleicht dabei ist Biskit. Das ist ein Projekt, in dem wir mit dieser Schule und einem Gymnasium aus Solingen eine Schulinformationssoftware entwickeln. Also Online-Ansichten für Stundenpläne und Vertretungspläne ist erstmal grundlegend. Nach den Vorstellungen der Schule, da kommen dann Funktionen dazu, wie Schulbuchausleihe, Schulbuchverwaltung, Funktionen für Mensapläne, Essensbestellungen und sowas kommen rein, mit einem modularen Framework und Möglichkeiten, neue Apps, die da in dieses System reingreifen, zu entwickeln. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, der auch im Kontakt mit Schulen steht, ganz interessant. Denn das ist eine Möglichkeit, wie wir festgestellt haben, warum habe ich jetzt die englische Seite? Jo. Eine Möglichkeit, in Schulen reinzukommen. Denn es gibt von verschiedenen Herstellern, die zum Beispiel auch Planungssoftware oder Verwaltungssoftware für Schulen entwickeln, gibt es verschiedenste Webanwendungen auch, die Schulen dann in der Cloud buchen oder auch selber hosten können. Es gibt ein Stundenplanprogramm namens UNTIS, die haben halt eine Webkomponente, wo man dann Stundenpläne und Vertretungspläne sehen kann. Dann gibt es Schild NRW, das ist die obligatorische Schulverwaltungssoftware in Nordrhein-Westfalen. Die hat auch wieder eine Webkomponente, wo man verschiedene Dinge tun und sehen kann. Dann gibt es von verschiedenen Caterern oder auch von Drittunternehmen gibt es Tools, mit denen man Essensbestellungen machen kann. Und das ist dann immer der Punkt, wo die Schüler und Schüler in ihrem Hausaufgabenheft und die Lehrer in ihrem Lehrerkalender vorne so eine Liste mit Passwörtern haben. Ne, eine Lösung, die wirklich als Framework modular mit verschiedenen Apps, mit einem Datenbestand, mit einem UI und einer Benutzerverwaltung alle Punkte in der Schule, wo elektronische Tools hilfreich sind oder Informationen verwaltet werden, bedienen kann, ist auch im kommerziellen Markt sehr selten und ziemlich neu. Deswegen ist dieses Projekt, haben wir auf Konferenzen jetzt so den Eindruck gewonnen, ein Projekt, mit dem man sehr gut ein Stück freie Software in Schulen bringen kann. Wobei uns natürlich auch wichtig ist, gleichzeitig auch ein bisschen die Idee dahinter zu vermitteln, an das Kollegium erstmal an die Schulleitungen, an die Koordinatoren ranzukommen
und nicht nur die Software an die Schule zu bringen, sondern auch ein bisschen darüber zu reden, was ist das eigentlich für ein Projekt, wie ist das entstanden, warum ist das gut, dass das Schulen und ein Technikverein zusammen entwickelt haben, warum ist das gut, dass jeder den Code sehen kann, dass Leute Apps dafür entwickeln können, ja, um halt einen Schritt mit diesem Thema digitale Freiheit in die Schulen zu kriegen. Das hier ist ein Bericht, kann man ja mal reingucken. Wir berichten hier ab und zu von der Entwicklung. Nach den Sommerferien in NRW geht das System mindestens an der Boltenheide live, an der Schule in Solingen vielleicht etwas später. Das war hier ein kleines Experiment, was das Framework taugt. Da haben wir da kam plötzlich die Anforderung, wir müssen nächstes Jahr Schulbücher ausgeben, können wir das noch eben digitalisieren? Und habe ich auf die Uhr geguckt, habe gesagt, jo, bin gleich da. Und dann haben wir da einen Tag mit dem verantwortlichen Lehrer gesessen und als App für Biskit halt diese Schulbuchverwaltung geschrieben, mit Anbindung an die Deutsche Nationalbibliothek, wo die Grunddaten zu den Büchern herkommen, mit Generierung von Barcode-Etiketten für die Bücher und halt das als Experiment genutzt, wie einfach es mittlerweile ist, Apps für das Framework zu entwickeln, halt auch mit der Anbindung an die Grunddaten, dass die Schüler- und Lehrerdaten drin sind, dass die Lehrer, die schon im System hinterlegt waren, halt sehen können, welche Schulbücher sie in ihrer Klasse ausgeben müssen, dass die Schüler sehen können, welche Schulbücher sie ausgeliehen haben. Das war ein kleiner Hackathon an einem Tag. Fand die Schule ganz cool, ist dann auch was, wo man sieht, jo, das sind Leute, die haben Spaß daran, die machen das, kriegen vielleicht am Ende auch ein bisschen Geld dafür, aber hey, der Support ist eigentlich auch ziemlich cool, wenn man Leute hat, die da wirklich ein bisschen Herzblut reinstecken und nicht nur verkaufen wollen. Ja, kann mir jemand sagen, ob ich noch irgendwas aus der Ankündigung übersprungen habe, jetzt beim Improvisieren, was ihn besonders interessiert hat? Okay. Ja, hast du Meldungen gesehen? Ich bin ein bisschen kurzsichtiger. Also wenn es okay. Fragen gibt, dann ist glaube ich jetzt der Zeit. Genau. Ich habe Mikrofon, damit wir es auch gut drin haben. Ja, danke schön. Es gibt ja auch Jugend hackt zum Beispiel. Mhm. Es gibt Chaos macht Schule. Gibt es da Verbindungen? Wo siehst du die Unterschiede oder... Ihr werdet ja immer größer, wird es da Zusammenarbeiten geben? Wie ist da so deine Sicht darauf? Ja, also es gibt verschiedenste Punkte, wo wir mit anderen Projekten zusammenarbeiten. Ich möchte jetzt nicht auf die Einzelnen eingehen. Was wir leider sehen, ist, dass es sehr, sehr viele Projekte gibt, die MINT-Projekte machen, die mit Kindern coden oder Elektronik basteln. Leider aber dabei den Punkt der digitalen Freiheit ein bisschen übersehen, ne? Die dann auch mit Kindern GitHub nutzen, die an den Nutzungsbedingungen vorbei dann da irgendwie Accounts anlegen oder einfach sagen, ja, hier, wir machen das mit unserem Gruppen-Account. Statt eine freie Plattform zu nutzen, irgendwie, wo sie dann den Kindern richtig vermitteln können, wie sie selber diese Plattform nutzen und das auch dürfen. Das würden wir gerne mehr sehen. Wir machen halt außerhalb der freien Software-Konferenzen mehr konzeptionelle Arbeit und mehr Arbeit in Richtung Schulen. Ist auch hauptsächlich unserer Manpower geschuldet. Kooperationen sind an dem Punkt dann also hauptsächlich, dass wir gerne Infrastruktur für andere Projekte bereitstellen. Workshops für Kinder mit anderen zusammen ist halt außerhalb der Konferenzen eher wenig. Ja, also wenn ich jetzt nicht aus Bonn komme oder der näheren Umgebung und ich möchte trotzdem irgendwie in meiner Umgebung auch an Schulen das vermitteln. Wie kann ich da Unterstützung oder sowas von euch bekommen? Oder wie fange ich überhaupt an? Es gibt bei uns verschiedenste Ressourcen dazu. Wir haben ein Infopaket auf, haben wir es auf der Website? Nee, ich glaube noch nicht. Ist relativ neu jetzt von vor den Ferien.
landet aber dann jetzt auf unserer Website ein Infopaket aus verschiedenen PDFs, die man sich auch dann modular ein bisschen zusammenstellen kann mit Informationen, was ist eigentlich freie Software, auch ein bisschen halt so verpackt, dass es für Lehrkräfte ansprechend und interessant ist, ein bisschen mit Bezug auf den pluralistischen Bildungsauftrag, den unser Schulsystem sieht, ne? Auch im Hinblick auf, ja, welche Einschränkungen habe ich eigentlich didaktisch, wenn ich nur eine bestimmte Software oder halt nur Microsoft-Produkte im Unterricht benutze. Welche Vorteile kann ich vielleicht auch für meine Unterrichtskonzepte daraus ziehen, wenn ich freie Tools nutze oder ein bisschen Diversität reinbringe. Dann, was gibt es eigentlich für Tools, mit denen ich meinen Unterricht besser gestalten kann, die wir an der Schule betreiben können? Das sind natürlich die Klassiker Moodle oder Elias als Lernmanagementsysteme dabei. Nextcloud, Gegenüberstellung zu Office 365, Vorteile, Möglichkeiten, alles solche Sachen. Das haben wir einmal. Dann ist natürlich grundsätzlich der Online-Austausch möglich. Ne? Das sind ja keine Sachen, wo man irgendwie zentral für sein muss. Wir haben Mailinglisten. Und am besten uns dann einfach direkt anmailen, ansprechen, wie man das koordinieren kann irgendwie. Wo wir auch daran interessiert sind, ist in anderen Regionen halt auch Gruppen, wo dann auch Jugendliche drin sind, aufzubauen, die da ein bisschen aktiv werden. Ne? Das ist für uns immer ganz recht einfach, Kinder und Jugendliche zu finden. Die kommen ja zu uns hin zu den Veranstaltungen, ne? Wenn die Eltern die da abliefern. Erwachsene Mitstreiter zu finden, die in ihrer Region aktiv sind und vielleicht auch dann da mit ein paar Jugendlichen zusammen anfangen, ein paar Projekte aufzubauen, ist ja eher eine größere Herausforderung. Also wenn du da jemanden kennst, der jemanden kennt, dann sind wir sehr froh über Kontaktaufnahme. Mhm. Ja, gilt übrigens für jeden. Kommt ruhig mal einfach bei uns oben vorbei im Gebäude Teil C, erstes Obergeschoss, C 175 und die folgenden, glaube ich, sind unsere Workshops. Könnt ihr einfach mal gucken kommen und auch noch mal mit uns sprechen nachher, länger ein bisschen individuell, wenn ihr möchtet. Du hast gerade gesagt, du willst das in andere Regionen treiben und ich glaube, vorhin hast du das Wort international fallen lassen. Gibt es da irgendwie Ambitionen oder Fortschritte, also wenn ich jetzt irgendwie an die Dachregion denke oder sowas? Also momentan reisen wir viel, was ich grundsätzlich sehr gut finde. Und wir haben das große Glück, dass wir auch, dass auch alle unsere Junior-Mitglieder, die Jugendlichen, sehr gerne verreisen. Wir waren jetzt kürzlich in Graz, da haben wir dann auf den Grazer Linux-Tagen das Foclabs-Programm angeboten und haben dann mit unserem Team und mit den Jugendlichen halt vorher noch 2,5 Tage ein bisschen kleine eigene Ferienfreizeit in Graz gemacht. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Was wir brauchen trotzdem, sind Leute, die da dann das halt dauerhaft aufrechterhalten. Das fehlt uns dabei noch. Folgendes, die große Problematik, die ich sehe, meine Schwester ist Konrektorin, ist die Problematik, dass die Lehrer an sich selber nicht mal mitmachen. Wie wollt ihr es schaffen, dass die Lehrer den Kindern das beibringen, was sie selber keinen Bock drauf haben? Es hört sich ja ganz komisch an, ich weiß es, aber es ist ein Großteil der Lehrerschaft, dort vielleicht lokal, aber die haben keine Lust auf große Neuerungen. Da wird schon eine digitale Tafel, wird da schon zur Herausforderung. Mhm. Ja, also erstmal ganz großspurig gesprochen, die besten Revolutionen kamen bisher immer von unten. Ne? Von oben meistens den Kopf abgeschnitten. In der besten. Lass ich unkommentiert. Es ist von Schule zu Schule anders. Ne? Also du hast recht, ja, es ist oft sehr, sehr schwierig. Wir sehen aber auch, dass jetzt die Lehrerkollegien doch mit einer ziemlichen Geschwindigkeit jünger werden. Das ist schon mal, glaube ich, eine gute Entwicklung. Wir haben das an der Pilotschule in Wuppertal zum Glück sehr gut hinbekommen. Das Kollegium zieht da komplett an einem Strang bei dem ganzen Projekt. Da gibt es aber keine magische Formel für. Da hatten wir eine ganz, ganz große Portion Glück. Was es auf jeden Fall braucht, ist individuell an die Schulen zu gehen und da auch über einen längeren Zeitraum zu begleiten. Wir haben halt in der Schule nicht einfach nur Software umgestellt oder so. Wir haben angefangen,
Wir haben in der Lehrerkonferenz vorgestellt, was wir machen und warum wir es machen, mit auch den Informationen, wo ich gerade schon mal bei dem Schulinfopaket drüber gesprochen habe. Wir haben dann in der Ferienaktion die Umstellung gemacht. Das war vorher allen klar, dass wir, wir haben dann ein oder zwei gesagt, ja, können wir nicht so eine langsame Umstellung machen, erstmal in einem Raum ausführen oder so. Hat die Schulleitung immer gesagt, nee, das bringt nichts, dann machen wir eh nicht weiter. Wir machen jetzt einen Cut. Wir stellen den alten Windows-Server stellen wir in den Keller, dann ist gut und in 2 Monaten schmeißen wir den in die Tonne mit gewipten Festplatten. Ne? Und dann haben wir nach den Herbstferien ist immer der Informatik-Biber. Der BW-Inf hat, glaube ich, auch einen Stand hier, wen das noch interessiert. Das ist ein Informatik-Wettbewerb für Klassen von 4. oder 1. Klasse vielleicht sogar, bis, weiß ich nicht. Der wird dezentral an Schulen durchgeführt und das haben wir genutzt, um alle Klassen mit allen Schülern und ihren Lehrern in den Informatikraum zu kriegen und mit dem neuen System arbeiten lassen. Der Wettbewerb dauert 40 Minuten. Wir haben dann pro Klasse eine Doppelstunde genommen und haben gesagt, wir machen 40 Minuten, reden wir ein bisschen über Digitalthemen, digitale Freiheit, Passwortsicherheit. Zu der Umstellung gehörte auch, dass jeder Schüler und jeder Lehrer individuelle Passwörter bekommen hat. Das ist für viele Lehrkräfte auch ein Dorn im Auge. Die sagen, ja, aber wenn die es dann alle vergessen, oh. Da gehört dann halt auch zu, dass man sagt, ja, hier sind deine Werkzeuge. Du kannst hier für deine Klasse, kannst du einfach einen Schüler nach vorne holen. Dann kannst du sagen, hier, gib dir selber ein neues Passwort ein. Und dann ist das fertig. Und das machen die. Die haben gesehen, das ist eine Sache von 2 Minuten. Die Schüler haben durch diese Einführung verstanden, dass das ein wichtiges Material für die Schule ist, seine Zugangsdaten zu haben. Und die Lehrkräfte haben gesehen, dass das reibungslos funktioniert und man damit super arbeiten kann. In der gleichen Woche haben wir auch in kleinen Gruppen mit den Lehrkräften praktisch mit dem System gearbeitet, mit den Verwaltungswerkzeugen gearbeitet, das angeguckt und regelmäßig in 3-monatlichen Abständen evaluiert, wie das Projekt läuft und was die Lehrkräfte sehen. Und dabei haben wir ganz gezielt darauf geachtet, Fragen auf eine bestimmte Art und Weise zu formulieren. Und zwar nicht zu fragen, zum Beispiel, welche Software möchtest du in deinem Klassenraum haben? Sondern wir haben gefragt, was möchtest du in deinem Unterricht mit deinen Schülern machen und was soll die Software für dich tun? Das ist, würde ich jetzt sagen, ein ganz wichtiger Punkt bei der Bedarfsermittlung. Dass man nicht dazu aufruft, Produkte zu nennen, sondern dazu aufruft, Wünsche zu äußern, was man gerne machen können möchte. Und dann kommen auch andere Antworten. Und bei der Evaluation haben wir als erste Frage, was ist dir aufgefallen, was in deinem Unterricht gut funktioniert hat mit den Tools, die wir haben? Und ganz am Ende der Umfrage erst, was hat eigentlich nicht so gut funktioniert? Ne, wenn man einfach nur fragt, ja, gib uns mal Feedback, dann kommen meistens nur die Negativen erstmal. Ne? Wenn man dazu motiviert, erstmal zu sagen, ja, eigentlich war das total super. Eigentlich hatte ich immer 16 Rechner, die 45 Minuten lang funktioniert haben und nicht 20 Minuten gebootet haben, 5 Minuten geklappt haben, 20 Minuten gecrashed sind. Das ist eigentlich ganz cool. Jetzt mal übertrieben ausgedrückt. Das ist halt nötig. Einfach Rechner hinstellen geht nicht. Man braucht eine Begleitung. Man muss da auch flexibel sein, vorher ein bisschen abtasten, wie das Kollegium so drauf ist und da halt entsprechend drauf eingehen. Plus ein paar Psychotricks. Ne? Ja. Du hast ja gesagt, dass manchmal über geschlossene Netzwerke dann Hausaufgaben verteilt werden und solche Geschichten. Hast du eine Ahnung, wie das jetzt rechtlich ist? Darf das überhaupt so sein? Und was hat man da sozusagen als Elternteil da in der Macht dagegen? Also, nein, es ist rechtlich natürlich überhaupt nicht möglich. Also grundsätzlich sind die Nutzungsbedingungen ein Vertragsverhältnis erstmal, ne? Und Kinder dazu aufzufordern, sich darüber hinwegzusetzen, ist schlicht und ergreifend, an welchem Raum mögen mich bitte korrigieren, ist schlicht und ergreifend eine Straftat. Würde ich jetzt mal so sehen. Was hat man für Möglichkeiten? Die Frage ist immer, welche Aufwände muss ich betreiben, damit mein Kind seiner Schulpflicht nachkommen kann? Da gibt es, möchte ich jetzt nicht, wenn ich das jetzt vertiefe, müssen wir die nächsten 3 Talks leider absagen. Es ist sehr gut zu verurteilen, warum die Registrierung bei einem, erstmal die Anschaffung eines Smartphones, die Registrierung bei irgendeinem US-amerikanischen Unternehmen, um das Betriebssystem auf diesem Smartphone zu nutzen
und einen App Store zu bekommen, indem ich das App bekomme und sich dann WhatsApp zu installieren, sich nochmal bei Facebook zu registrieren, obwohl man das nicht darf, ist sicherlich kein Aufwand, der vertretbar ist, um eine Mathehausaufgabe zu bekommen. Die größte Herausforderung ist dabei, ja, aber ich will es mir ja nicht mit den Lehrern und mit der Schulleitung verscherzen. Das ist, glaube ich, das größere Problem dabei, als die, als zu argumentieren, dass es legal nicht möglich ist, das zu nutzen. Na, wobei oft leider auch, oft sind es, glaube ich, da habe ich jetzt keine Zahlen zu, sind es die Elternpflegschaften, die dann anfangen, wir wollen Elternchat haben irgendwie in der Klasse irgendwie und dann springen die Lehrer darauf auf. Das passiert, glaube ich, öfter, als dass es von den Lehrern wirklich einzeln vorgegeben wird. Ja, du hast vorhin EduGIT erwähnt und ich sehe es jetzt da in der URL. Kannst du da kurz ein paar Worte dazu verlieren, was das ist? Weil mir ist das neu. Ja, EduGIT ist einfach nur ein GitLab, was wir hosten. Das hängt an unserer Benutzer-Account-Infrastruktur dran. Also wir haben recht umfangreiche Infrastruktur für unsere Vereinsprojekte und auch nutzbar für andere. Dazu gehört halt, dass man sich einen Account mit Single Sign-On für verschiedenste Dienste registrieren kann, für eine Jabber-Plattform mit einem coolen Web-Client. Zumindest ein Beispiel, wo ich gerade dabei bin, Movim. Das ist ein Web-Client für Jabber, der auch sowas wie Pinwände und Gruppen und alles Mögliche kann, was man halt auch von anderen sozialen Netzwerken kennt, den wir auch in Schulen und mit Kindern und Jugendlichen nutzen. Und daran hängt halt auch eine GitLab-Instanz, die sowohl dafür gedacht ist, dass man im Informatikunterricht oder so halt Git benutzen kann und mit so einer Plattform arbeiten kann, was verschiedene Informatiklehrer auch schon tun. Die machen da dann ihre also in ihren Informatikkursen kollaboratives Arbeiten in einem Git. Und was aber auch Softwareprojekte einfach nutzen können, um wie in jedem anderen GitLab oder auf GitHub auch ihr Source-Code-Repo zu hosten. Zum Begriff Freiheit gehört für uns auch, dass man sich frei entscheiden kann, andere Plattformen zu benutzen. Deswegen halten wir das auch offen für User von GitHub. Das heißt, wenn ich jetzt ein Softwareprojekt habe auf GitHub und stelle fest, ja, wäre eigentlich ganz cool, wenn ich auf eine freiere Plattform umziehen würde, verliert man nicht seine Kontributoren, sondern seine Kontributoren auf GitHub können halt auch mit ihrem GitHub-Account sich auf unserem EduGit einloggen und da weiter kontributieren. Also es ist einfach eine sehr offene Git-Plattform mit Nutzungsbedingungen und Infrastruktur, die besonders auch zur Nutzung mit Jugendlichen konzipiert und gedacht sind. Ja, freie Software ist ja immer auch irgendwie eine politische Frage, nicht nur eine technische Frage. Gibt es aus der Eltern- oder Lehrerschaft da auch Widerstände dagegen, die jetzt sagen, da kommen jetzt irgendwelche Externen und beschäftigen sich mit unseren Kindern und bringen denen vielleicht irgendwas bei, was wir gar nicht wollen? Gibt es aus dem Grund irgendwelche Widerstände gegen euer Projekt? Ja. Ich habe jetzt eben schon kurz angedeutet, unsere Pilotschule in Wuppertal ist eine private Realschule und dass das viel einfacher ist. Und das, was du sagst, ist vor allem an öffentlichen Schulen was wir sehr häufig sehen. Es kommen oft Schulen auf uns zu, die oder sind früher oft, mittlerweile hat sich, glaube ich, rumgesprochen, dass wir da keinen Bock drauf haben, die kommen auf uns zu und sagen, ja, könnt ihr bei uns mal ein Projekt machen? Sie fragen, ey, ihr seid ja cool, wollt ihr nicht mal bei uns ein Projekt machen mit unseren Schülern? Auch wöchentlich, ein ganzes Schuljahr lang. Ne? Was sie eigentlich sagen wollten ist, Informatiklehrer sind echt knapp, Leute, macht ihr das gratis für uns? Und wenn dann aber durchkommt, dass das ein gewisser Aufwand ist, dass wir halt dann irgendwie ein Dual-Boot-System fahren, irgendwie technisch ist das, wir haben Server, die können wir da hinstellen, da können wir einen Switch einfach draufstöpseln, dann PXE booten alle Rechner und die Schüler können sich mit den Accounts aus unserer Infrastruktur einloggen, fertig, Ende. Das ist ein Aufbauaufwand von ungefähr 30 Minuten, an den Rechnern muss nichts verändert werden. Aber ja, das ist dann schon eine Sache, wo die Schulen dann sagen, nee, machen wir nicht. Auch mit sehr interessanten Argumenten von Informatiklehrern dann teilweise auch, die dann sagen, ja, aber wenn dann in eurem Netz irgendwas passiert, dann fällt das ja auf unsere Schule zurück. Dann sage ich, nee, da ist ein VPN-Tunnel hinter. Wenn eure Schüler Scheiße machen, kriegen wir den Ärger. Ja, nee, das ist, kann nicht sein. Und da wird dann sehr stark geblockt, statt sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das passiert leider sehr häufig. Dann, oder wolltest du noch eins?
zu dem Thema, das wir eben gerade hatten von WhatsApp in Schulen etc. Da gibt es in einigen Bundesländern vielleicht noch mehr Handhabe. Ich weiß zum Beispiel, dass Hessen die schulische Nutzung von WhatsApp offiziell untersagt. Darauf kann man sich dann im Zweifelsfall auch berufen. Ja. Also neulich habe ich durch die Presse mitgekriegt, dass der hessische Datenschutzbeauftragte die Nutzung von Office 365 in Schulen untersagt hat. WhatsApp ist natürlich auch interessant. Ist das schon länger so oder weiß das zufällig seit wann? Oder? Ich lege jetzt die Hand nicht dafür ins Feuer, aber ich meine, einen Zeitungsartikel gelesen zu haben, auch unter dem, was du gerade gesagt hast mit Office 365, dass in diesem Rahmen auch nochmal darauf hingewiesen sei, dass WhatsApp schon seit längerem ebenfalls nicht mit den Datenschutzbestimmungen kompatibel wäre. Was natürlich da ein bisschen, sage ich mal, ineffizient ist, dass wir jetzt hergehen und nacheinander einzelne Software verbieten. Das ist ja aus meiner Sicht völliger Murks. Dann gehen sie halt zum Facebook Messenger jetzt. Ist dasselbe in grün, weiß aber keiner. Was man vielleicht als Datenschutzbeauftragter zusammen mit Schulträgern und Lehrkräften und einem Verein wie uns oder so vielleicht machen sollte, ist Rahmenbedingungen zu entwickeln, was für Software benutzt werden darf. Das wäre aus meiner Sicht wesentlich effektiver, als jetzt eine schwarze Liste anzufertigen. Ich bin selbst seit 2 Monaten aus der Schule raus und ich muss sagen, mir ist das nie passiert, dass Lehrer mir über WhatsApp Hausaufgaben geschickt haben. Was ganz häufig passiert ist, dass man halt auf WhatsApp seine Freunde gefragt hat, hör mal, was hatten wir in Mathe auf, scheiße, schon wieder nicht gemacht, kannst du mir das mal zum Vergleichen schicken? Was ich mich frage ist, wenn jetzt alle Schulen freie Software einsetzen sollen, die nicht von Microsoft gehostet wird oder von Facebook oder von sonst wem, dann sehe ich das große Problem, dass das mit sehr großem Administrationsaufwand verbunden ist, den Schulen nicht stemmen können. Die meisten Schulen oder fast keine Schule hat einen Systemadministrator. Und die Informatiklehrer können die Aufgabe nicht stemmen. Die sind nämlich erstmal zu wenig Lehrer und haben nicht die. Also, das sind Lehrer und keine Administratoren. Und wie siehst du das? Glaubst du, da gibt es eine Möglichkeit? Also, freie Software ist natürlich viel Arbeit zu pflegen in der Administration. Wie siehst du das? Wie kann man ja da Schulen das ja ein wenig komfortabler machen, diese richtige Entscheidung zu treffen? Erstmal möchte ich dir da aus meiner Sicht recht grundlegend widersprechen, dass der Aufwand wesentlich höher ist. Ja, es ist einfacher, als sich einfach auf Office 365 im Browser zu klicken und die Office View zu nutzen. Das ist sicherlich einfacher. Ist aber auch neu. Das ist ein sehr, sehr interessantes Phänomen, was ich auch bei WhatsApp sehe. Ich habe Kontakte, oder Leute, ich mittlerweile nicht mehr, aber Leute haben Kontakte bei WhatsApp. Wenn sie denen sagen, hier installiere doch mal diesen Jabber-Client, gibt mittlerweile für mobile Plattformen sehr einfach zu bedienende Jabber-Clients, Conversations, PixArt Messenger zum Beispiel, die sich genauso bedienen wie WhatsApp, die gleichen coolen Features haben, genauso einfach in der Registrierung sind und so weiter. Wenn Leute sagen, nee, da brauche ich ja mittlerweile ein Passwort, das ist mir zu kompliziert, ich will, dass das mit der Telefonnummer funktioniert. Das Komische ist, die sind vorher alle von Skype zu WhatsApp gewechselt und hatten 10 Jahre lang ein Passwort bei Skype. Die jetzt sagen, Office 365 ist total easy, brauche ich nichts ausrollen, nichts installieren, die haben ja vorher 15 Jahre lang Microsoft Office auf 100 Rechnern installiert. Ne? Weil es, ja, einfacher ist. Es ist tatsächlich so, dass es erstmal für den Betrieb einfacher ist. Es ist aber nicht so, dass grundsätzlich die Ressourcen dafür nicht da wären, weil die verschwinden nicht von heute auf morgen. In Schulen werden die Ressourcen weggenommen. Also was heißt weggenommen? In Schulen sind Ressourcen unglaublich knapp, vor allem was Personal angeht. Natürlich sind sie knapp, aber wir haben trotzdem 15 Jahre lang gesehen, dass man das durchaus machen kann. So, es spricht aber ja auch nichts dagegen, freie Software in der Cloud zu hosten. Ne? Ich kann genauso gut sagen, ich hoste als Stadt oder als Landkreis oder von mir aus auch als Bundesland Nextcloud mit LibreOffice drin oder so, die alle Schulen nutzen können. Es spricht auch nichts dagegen, dann zentrale Benutzer, wie das in vielen Städten jetzt gemacht wird, für die ganze Stadt eine zentrale Benutzerverwaltung zu machen. Das geht mit freier Software sehr gut. Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass es auch einfacher wird, wenn man freie Standards zur Interoperabilität benutzt. Aber da spricht ja gar nichts dagegen, auch etwas Cloud-artiges zu betreiben und zu nutzen, wenn es denn den Anforderungen entspricht.
ich sage nicht, dass in jeder Schule ein eigener Server stehen muss, wo die Software drauf läuft. Ne? Das ist völlig klar. Hallo, also du hast gerade über Software geredet, nochmal ein anderer Aspekt. In der Schweiz ist es zum Beispiel so, dass Apple mit unmoralisch günstigen Konditionen die Schulen ausstattet. Adressiert ihr das auch oder habt ihr da Erfahrungen? Das passiert hier auch. Also, wir haben es jetzt nicht im Schulbereich, aber in München. Ich halte sicher, dass das keine Verschwörungstheorie ist, aber der Grund, dass die Stadtverwaltung wieder auf Microsoft umgestiegen ist, hat garantiert nichts mit der Microsoft-Zentrale zu tun. Bestimmt nicht. Es passiert hier auch. Bundesländer haben Verträge mit Microsoft für sehr günstige Ausstattung an Schulen. Auf der anderen Seite geben, was ich da schon gesehen habe an Schulen, wo ich selber tätig war, dass Berater kommen, die dann 3 Stunden in der Schule verbringen und am Ende einen Zettel ausstellen, wo drauf steht, kaufen Sie Windows 10, hier meine Beratungsleistung 17.000 Euro. Da wird ganz viel Geld aus dem Fenster geschmissen, aber ja, wir sehen das hier auch und das passiert hier auch. Was da ein interessanter Punkt ist, dass die digitale Welt da irgendwie noch eine Sonderstellung hat. Denn es gibt zumindest im Schulgesetz NRW einen Paragraphen, der lautet, die kommerzielle Werbung für Produkte ist an Schulen nur so weit zulässig, wie sie für den Verlauf des Unterrichts unabdingbar ist. Ich sehe das nicht so, dass wir in die Schulen gehen müssen und an der ganzen Schule nur Apple-Geräte aufstellen oder überall Microsoft einsetzen, weil wir Knebelverträge mit Microsoft haben, deren erklärtes Ziel es ist, junge Menschen an diese Produkte heranzuführen, damit sie die später auch kaufen. Das deckt sich aus meiner Sicht nicht mit dieser rechtlichen Regelung im Schulgesetz NRW. Kurze Anmerkung nochmal zu dem Vor-Vor, Redner, und was du gesagt hattest, ja, dann kann ja die Stadt, der Kreis, das Land irgendwie eine Cloud-Lösung hosten. Das kostet natürlich alles Geld, das aus irgendeinem Haushalt kommen muss. Und wenn die Alternative ist, ja, das wird halt von der Industrie bereitgestellt und die Nutzung ist halt für Bildungseinrichtungen kostenlos, weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dann kommt natürlich sehr schnell dann das Argument, ja, das ist ja ganz toll, ne, die Industrie tut was für die Schulen und spart damit der öffentlichen Hand eine Menge Geld. Egal, ob das jetzt proprietär oder freie Software ist. Aber klar, natürlich, man kann alles irgendwie bereitstellen, aber wer bezahlt dann dafür? Also, ich habe da keine aktuellen belastbaren Zahlen zu. Denke aber, dass die Kosten, die auch, selbst wenn, also Microsoft stellt nicht grundsätzlich alle Produkte für Schulen kostenlos bereit. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt auf jeden Fall immer noch sehr, sehr umfangreiche Consultant-Leistungen, die bezahlt werden. Und wie gesagt, das war auch als eine Cloud, an meiner Schule in Remscheid, wo ich früher war, eine Cloud-Lösung, eine Zentrallösung eingeführt wurde, hat diese einzelne Schule für die Beratungsleistungen, wie gesagt, 17.000 Euro blechen müssen, beziehungsweise die Stadt für die Schule. Die Stadt hat 28 Schulen. Ich glaube, da kann man schon, wenn man sowas regelmäßig macht und das weglassen würde, hätte man auch ein bisschen Geld zum Hosten. Ich habe keine Zahlen dazu. Ich sage, es ist möglich, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Ja, ja, wer uns besuchen möchte, noch ein bisschen mehr reden oder mal bei den Kindern gucken möchte, ist, wie gesagt, herzlich willkommen in C175 aufwärts. Und war noch eine Frage? Nee, war keine. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich und wünsche euch noch eine schöne Vorstellung.